mein Herz, es spricht, doch du hörst es nicht in dem Lärm der dunklen Stadt. Wie ein Feuer, unbekannt in mir, ist die Sehnsucht in mir so groß. So zerbrechlich und schön hab ich dich gesehen, doch dein Lächeln war so kalt. Als ich dich ansprach, fühlte ich mich schwach, in deinen Augen sah ich viel. Du bist so kühl, doch ich weiß, was du fühlst, es ist schwer für dich in dieser Stadt. Du hast oft geweint, dein Herz wurde Stein, solch ein Mädchen wie du lässt man nicht in Ruhe. Du kannst mir vertrauen, lass uns Träume bauen. Eiskalter Engel, schenk mir den Himmel Ja, dieser junge Mann, der heute kaum wiederzuerkennen ist, hatte damals noch den sehnlichen Wunsch, ein guter deutscher Schlagersänger zu werden. Ja, heute Abend ist er bei uns in Clip Club. Ich begrüße Thomas Anders. Ja, Thomas, sehr lange her, nicht? Ja, 4, 5, 6 Jahre, wie lange ist das her? Ich glaube, es war 1973. 1983. Da warst du ja noch so klein, 1973. Ja. Aber damals wolltest du in der Tat wirklich, ich habe dich ja kennengelernt als deutschen Schlagersänger, in der Tat sowas wie in die Fußstapfen von Roland Kaiser, Udo Jürgens, Howard Carpendale oder wer auch immer treten, nicht? Ja, richtig, genau. Ja. Und dann kam dir irgendetwas dazwischen. Ich erinnere mich noch sehr gut an unsere Sendung Disco Top 10 für die SOS Kinderdörfer. Da kam der Thomas Anders einmal zu mir und hat gesagt, du, ich möchte heute Abend nicht nur meine deutschen Sachen singen, sondern etwas, wovon ich mir sehr viel verspreche. Und damals hast du den ersten Modern Talking-Titel gesungen, allerdings noch ganz allein, ohne den Dieter Bohlen. Und das kam dann unheimlich gut an. Mit Modern Talking habt ihr ja eine riesige Menge an goldenen Schallplatten eingeheimst. Wie viel waren es denn? Weißt du es noch? Ich weiß nicht mehr genau. Es sind zwischen 250 und 260 goldene. Muss man sich vorstellen. 250 und 260 goldene. Es gab aber, und das muss man ja auch, und alle Welt weiß es eigentlich, dazu sagen, es gab ja nicht nur schöne Zeiten bei Modern Talking. Irgendwann kam der große Knies, nicht? Zuerst mal der Kleine und dann der immer größer werdende, ja? Naja, ich sag mal so, es ist im Grunde wie in der Ehe. Wenn man sich streitet, das kommt überall vor, nur ich meine, wir standen so in der Öffentlichkeit und wenn da irgendwelche Leute es mitbekommen haben, wurde da aus der Mücke immer ein Elefant gemacht und Dieter und ich, wir sind ganz einfach vom Charakter auch etwas unterschiedliche Leute und das wäre halt eben auf Dauer sowieso nicht gut gegangen. Und nur halt eben, du weißt es, wenn du in der Öffentlichkeit drin stehst, dann sehen die so viele Leute und so viele Leute schreiben drüber. Und irgendwann kam dann der Punkt, wo wir halt eben auch mit der Plattenfirma gesagt haben, wir haben so viel jetzt erreicht und jetzt geht es eigentlich nicht mehr weiter, jetzt hören wir auf. Ja, ja, viele haben es natürlich bedauert, dass die Sache so eigentlich im Bösen, muss man ja schon sagen, zu Ende gegangen ist. Viele Leute haben ja auch Nora die Schuld gegeben, deiner Frau, da sah man dich immer, das ist ja nur weg, mit dem Schildchen Nora. Ich muss dir ehrlich sagen, ich habe es nie verstanden. Ich kenne ja Nora, also die Frau vom Thomas, wirklich sehr gut und ich muss sagen, sie ist so ein patentes Mädel, das einfach, und man muss mal das Beispiel einfach nehmen, als Ehefrau, ja, ihrem Mann Unannehmlichkeiten vom Hals halten wollte. Und das wurde einfach von manchen missverstanden, wenn die mal nach 10-stündiger Arbeit dann gesagt haben, Kinder, nur lasst mal, der muss jetzt nicht mehr Autogramme schreiben, der muss nicht unbedingt jetzt noch ein Interview geben, ihr wisst doch schon alles, nicht? Hat man gesagt, das ist aber der böse Finger, die Nora, nicht? Ja, also ich weiß auch nicht, was die Leute haben. Ich komme gut mit ihr zurecht. Ja, ich ich ohne mit ihr verheiratet zu sein auch, das muss ich schon sagen, ja? Naja, unverständlich, wie so vieles eben in dieser Branche passiert und da kam noch mehr Streit, dann kamen Interviews und dann aber trotzdem war natürlich Modern Talking für dich ein Riesenerfolg, du hast dadurch die Welt kennengelernt, nicht? Das ist richtig. Ja. Also ich weiß nicht, wo ich überall war. Ich glaube, es gibt Japan und Australien, da bin ich noch nicht gewesen, ansonsten habe ich fast alles
Oder ich kenne ja alle Flughäfen, sagen wir es besser so. Das Wahnsinn. So, ja. Also mit dem Papst eine Ähnlichkeit, kennst du auch schon da die Gegenden da so. Das ist ja noch nicht im Boden. Naja, kann ja noch kommen. Aber Modern Talking war wirklich dann der sensationelle Erfolg und auch der Beginn von Dieter Bohlens Karriere. Und dafür gab es für euch beide vor 4 Jahren, vielleicht erinnerst du dich noch daran, solltest du jetzt eigentlich tun, die goldene Europa des Saarländischen Rundfunks. Gucken wir uns mal ein bisschen aus dieser Sendung was an. Für die Aufsteiger national, für Modern Talking. Mary, du darfst dir einen aussuchen. Ja, die Künstlerin, die Goldene Europa überreicht hat und sich einen ausgesucht hat, das war natürlich Mary Rose. Ja, und nach der Goldenen Europa, da gab es natürlich noch riesige Erfolge für euch, aber irgendwann mal kam die Scheidung. Man hat übrigens auch später dann gesagt, Thomas würde sich von Nora scheiden lassen, nicht? Da habe ich auch viel in den Zeitungen gelesen, nur weil sie irgendwo in Amerika war, du warst woanders oder umgekehrt, hat man gleich daraus einen riesen Elefanten gemacht. Ich habe sie heute hier bei uns gesehen, in Saarbrücken, Händchen halten, glücklich zusammen. Also mit der Scheidung ist nix. Man braucht sich da gar keine Hoffnungen zu machen. Ja, aber als wir dann den Thomas vor einiger Zeit dann wiedergesehen haben, oder Bilder von ihm, hat alle Welt gesagt, den kenne ich gar nicht, diesen jungen Mann, nicht? Ein völlig neuer Thomas Anders. Warum dieser neue Outfit? War dir irgendwann diese liebliche Ausstrahlung über? Hast du gesagt, das geht mir nur endgültig auf den Wecker? Ja, ich meine, das ging mir am Schluss wirklich auf den Wecker, weil ich war so ein Image reingepresst. Die Leute, man war halt eben dieses, ich sag's mal einfach, dieses Zuckersüße, das hat mir einfach nicht mehr gelegen, weil jeder entwickelt sich ja. Hoffe ich zumindest, dass jeder Mensch sich entwickelt. Und irgendwann, auch am Ende von Modern Talking, konnte ich das halt eben nicht mehr so vertreten, weil ich wollte es einfach nicht mehr so sein. Aber wie man eben weiß, die Industrie, Plattenfirmen und so weiter, hätten es gerne so. Und man hatte die Verträge noch, die man zu erfüllen hatte. Und da habe ich mir aber einfach gesagt, wenn Modern Talking nun vorbei ist, egal wann, möchte ich eigentlich mal 1 Jahr, 1,5 Jahre gar nichts machen, richtig Pause machen und mal zur Besinnung kommen, einfach diesen Erfolg auch verkraften. Weil man muss sich vorstellen, wenn du halt eben über Nummer 1 bist, du hast ja gar keine Zeit, das im Kopf zu verstehen. Weil du fliegst ja von einem Land ins andere und hast deine Fernsehshows und in Deutschland bist du nicht mehr Nummer 1 und dann mit der anderen Single und so weiter und so weiter. Aber jetzt, Thomas, kann sich das ja alles wieder ändern, denn du hast ein neues Projekt gestartet. Er ist also nach England gefahren, hat mit hervorragenden Musikern eine neue Langspielplatte gemacht und ich bin froh, dass wir die heute Abend den neuen Thomas Anders also auch im Clip Club präsentieren können. Schönen Dank, dass du da bist. Weiterhin toi, toi, toi. Viel Erfolg und bleib weiterhin so glücklich mit Nora, dann kann eigentlich gar nichts schief gehen. Soldier heißt der neue Titel aus dem neuen Album von Thomas Anders.
Dankeschön, Thomas Anders. Ja, und der dicke Applaus ist wirklich gerechtfertigt.